Und jetzt die RNF Bühnenlichter. Spannendes. Hintergründiges. Interessantes aus dem Nationaltheater Mannheim. Sie ist Schriftstellerin, Internetkünstlerin, Filmemacherin und sie ist das, was man in der deutschen Gegenwartsdramatik als Sprachvirtuosin bezeichnet. Zumindest behaupten das Fans und Kritiker über Felicia Zeller. Ihre Werke wurden mit vielen Preisen und Stipendien ausgezeichnet. Ihr Stück X-Freunde war zuletzt sogar das Theaterstück des Jahres. Für die Mannheimer ist Felicia Zeller längst keine Unbekannte mehr, war sie doch in der letzten Spielzeit als Hausautorin am Nationaltheater. Und in dieser Zeit schrieb sie ihr neuestes Stück »Die Welt von hinten wie von vorne«, das hier gerade als Uraufführung Premiere feierte. Und außerdem vom Reiz der Verführung. Casanova bittet zum Tanz. Der größte Frauenheld aller Zeiten als abendfüllendes Ballett am Mannheimer Nationaltheater. Nervös wirkt sie und doch zufrieden. Felicia Zeller schreibt seit 18 Jahren, steht endlich ganz oben, ist Autorin des Jahres. Das war mal fällig, sagt sie stolz. Die Welt von hinten wie von vorne ist Zellers zweites Auftragswerk für das Nationaltheater. Der längste Weg zu ihrem neuesten Streich. Dieses Stück, daran habe ich 1,5 Jahre gearbeitet. Das ist die längste Zeit, die ich jemals an einem Stücktext verbracht habe. Und der Arbeitstitel stand vorne und ich hatte ja zuerst viel mehr Personal und da gab es tatsächlich auch noch, es sollte verschiedene Ansichten von Welt geben. Leute, die vorne sind und welche, die hinten, und man sollte die aber auch austauschen können. Aber es hat sich, wie gesagt, alles verändert. Für Schauspielintendant Burkhard Kusminski ist es ein sehr politisches, böskomisches Stück. Der Meister des Inszenierens bringt Zellers Werk auch diesmal wieder auf die Bühne, jedoch ohne den moralischen Zeigefinger. Mein Stück ist eine tragische Komödie, die spielt in einer PR-Agentur und die machen Kampagnen, Werbekampagnen und auch Politberatung und sind quasi im klassischen Sinne hinter den Kulissen tätig, beziehungsweise in meiner Theorie überziehen sie eigentlich die Welt mit einer Schicht von Sprache und Denkmustern, einer Schicht, die sich auch allmählich verselbstständigt. Optisch wie akustisch macht dieser Abend einiges her. Da turnen die Damen und Herren der Agentur Mover, Shaker und Partner als Thronklone durch ein Klettergerüst und bauen darin für ihre Auftraggeber aus Politik und Wirtschaft Werbekampagnen und glauben dabei, Deutschland zu gestalten. Es sind frei erfundene Charaktere. Dieses Stück hat sehr viele Fassungen durchlebt und ich habe auch versucht, also weil es ja auch die Thematiken wie Lobbyismus anschneidet, da reale Fälle aus der Welt und der Politik einzubauen, aber man kann in diesem Fall die realen Fälle gar nicht einbauen, weil die so unglaubwürdig sind. Die sind so unmöglich, dass sie mir gar niemand glauben würde. Also für meine Erzählung hat es nichts, musste ich das alles erfinden. Keine Ähnlichkeiten mit lebenden Personen also. Und doch ist nicht alles frei erfunden. Die Sprechschreiberin Zeller zeigt uns vermeintlich banale Alltagsphänomene und benutzt dafür eine ganz eigene, eigentümliche und unverbrauchte Sprache. 100 Minuten aufklärerisches Theater mit Bestnoten für die waghalsigen Turnübungen des neuen Mannheimer Powerteams. Ein Mann, ein Mythos. Wenn Giacomo Casanova erzählt, dann erscheinen längst vergangene Zeiten vor dem inneren Auge. Pompöse Höfe, schöne Frauen, zwielichtige Spielereien. Weniger bekannt ist indes, was für ein Mensch dieser Frauenheld tatsächlich war. Und genau das interessierte den polnisch-kanadischen Tänzer und Choreografen Robert Klumbeck. Es ist keine richtige Geschichte und auch kein Handlungsballett im klassischen Sinn. Natürlich gibt es eine Story, aber die basiert mehr auf meiner Interpretation, so wie ich Casanova sehe. Bei mir geht es vor allem um diese besondere Energie zwischen Mann und Frau. Die Physis, die Erotik, der Verstand, da gibt es eine Menge. Und das ist für mich genau das Passende für den Tanz. Das ist für mich die eigentliche Story. Klumbeck hat Casanovas Memoiren genauestens studiert. So erzählt er von großen Ereignissen im 18. Jahrhundert, von Verführung und Leidenschaft, aber auch vom Verlassen und Verlassenwerden. Casanova is a great seducer and also I
Natürlich ist auch mein Casanova ein großer Verführer. Aber ich betone auch die Probleme in seinem Leben. Casanova hatte Probleme mit Frauen und das möchte ich hier zeigen. Er war zwiegespalten, das ist eindeutig. Und seine Mutter stand immer zwischen ihm und allen anderen. Inspiriert für mein Stück hat mich vor allem der Film Casanova von Federico Fellini. Das war der Beginn für diese Choreografie. Das war klar der Türöffner. Hier habe ich erkannt, worauf es ankommt, wo ich in die Tiefe gehen muss. Im zweiten Teil wird es dann auch etwas surreal. Was da erzählt wird, erscheint zuweilen unglaublich. Da gab es eine Zeit, eine Periode in seinem Leben, die wirklich verrückt war. Wenn man das gelesen hat, versteht man, wie traumhaft unwirklich diese Zeit war. Und so kann man Casanova als Darsteller auf der Bühne des Lebens bezeichnen. Der, wie Stefan Zweig es nannte, die ganze Welt zur Bühne und Europa zur Kulisse machte. Das waren die RNF Bühnenlichter. Spannendes, Hintergründiges, Interessantes aus dem Nationaltheater Mannheim.